Hallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wie schon im LS-Let's Play angekündigt, kommt jetzt Transport Fever. Ich habe den Vorgänger, Train Fever, schon extrem gefeiert und jetzt kommt Transport Fever. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es gestern nur kurz angespielt, da die erste Mission gemacht. Und daher, dass die Mission Gotthardtunnel und so weiter, das dauert so ewig lange. Man muss andauernd warten, bis man alles erreicht hat. Daher würde ich lieber das freie Spiel nehmen, der Kampagne vorziehen. Also das freie Spiel der Kampagne vorziehen. Und ihr könnt jetzt hier oben, lass mich gucken, oben rechts in der Ecke einfach mal abstimmen, ob ihr freies Spiel oder die Kampagne, ob ihr freies Spiel oder die Kampagne wollt. So, ich nehme jetzt ungefähr 2 bis 3, vielleicht 4 Folgen auf und danach entscheiden wir denn. Okay? Okay, dann fangen wir einfach mal an. Freies Spiel. Oh Gott, ist das laut. Warte mal, ich muss nochmal zurück. Ah ne, ich habe einfach bloß hier zu laut. Alles gut. Okay. Freies Spiel. Ja. Ja, wir starten 1850. Schwierigkeit machen wir auf einfach. Und wir nehmen einfach mal den Seed. Falls ihr mitspielen wollt. User. Ohne Leerzeichen. Produktion. So. Falls ihr mitspielen wollt, könnt ihr einfach mal User Productions unten in die Generation eingeben. Und dann starten wir einfach mal. Was ist das hier mit Weltformat 1 zu 2, 1 zu 3 zu tun hat? Keine Ahnung. Und Startjahr nehmen wir das früheste. Und dann starten wir direkt mal. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, das ein bisschen zu erklären. So, also ich habe es noch nicht großartig gespielt, bloß die Kampagne und kurz ins freie Spiel reingeguckt. Und es hat sich einiges getan. Aber einiges ist vom Spielprinzip her auch noch gleich. Daher gehe ich mal davon aus, dass das sehr viel Spaß machen wird. Aber die Ladezeiten sind ganz schön lange, muss ich sagen. Also bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, falls ihr es auch spielt. Ja. Und ich packe euch einen Link in die Beschreibung, dann könnt ihr es euch bestellen. Beziehungsweise MMOGA mache ich. Euch einen Link rein. Könnt ihr euch das da holen. Ansonsten, ne. Warten wir jetzt einfach mal, bis das Spiel losgeht. Ja. Da. Klicke auf das Fadenkreuz im Infofenster, um ein Fahrzeug oder eine Person zu folgen. Also, ja. Zeige ich euch alles noch. Wir wollen uns jetzt erstmal hocharbeiten. Hocharbeiten. Weißt du, Flugzeuge und so weiter. Aber Flugzeuge gibt es ja 1850 noch nicht. Wann kommen die ersten Flugzeuge auf? Ich glaube, nach dem Ersten Weltkrieg, ne? Oder im Ersten Weltkrieg, also 1940 oder so. 1914 oder irgendwie so in dem Zeitraum. Ah, ich wollte mir noch was zu trinken holen. Mist. Okay, das ist doof. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich hole mir mal schnell was zu trinken. So, da bin ich wieder. Oh, hat schon fertig geladen. Sehr schön. Trinke ich erstmal einen kleinen Schluck. Ich bin jetzt gerade einmal durchs ganze Haus gesprintet. Mein Zimmer ist oben. Und bin jetzt einmal in den Keller gesprintet. Nur, um mir was zu trinken zu holen. Wow. Ach ja, jetzt warten wir mal, bis das hier losgeht. Und da sind wir auch schon. Drücken ja erstmal auf Pause und erkunden erstmal die Map. Wir haben eine mittelgroße Map genommen, auch mittlere Landschaften, also mit ein paar Hügeln. Ja,
Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Wir gucken als erstes mal, 3 Millionen haben wir. Gucken wir erstmal, was die größte Stadt hier ist von der Bevölkerung her. Landkau. Wo ist denn Landkau? Landkau. Ah, hier, okay. Da könnten wir eigentlich. Ja, guck mal, den könnten wir direkt mit Nahrung beliefern, Landkau. Das ist auch unsere. Wird Landkau unsere Hauptstadt oder was? Ja, sieht fast so aus. Ja, dann fangen wir doch mal bei Landkau an. Da haben wir auch nämlich gleich hier was, was wir transportieren können von da, nämlich Getreide und Vieh. Nach hier, wo Getreide und Vieh zu Lebensmitteln verarbeitet werden. Ja, fangen wir damit doch einfach mal an. Das ist doch eine Steilvorlage hier. Dann fangen wir damit einfach mal an. Muss noch herausfinden, ob. Warte mal, ich kann das ja mal einfach mal schnell googeln. Transport. Fever. Nicht Tipps, nicht Cheats, nicht Mods. Musik. Musik. So. Mal gucken, ob ich die anmachen darf. Transport Fever. Weil ich würde gerne wissen, ob die Musik, weil ohne Musik ist das ja ganz schön langweilig hier. Ansonsten mache ich jetzt gleich nochmal einen kleinen Cut und setze hier ein bisschen NCS-Musik hinterher. Weil wenn das so wäre, wäre natürlich ganz klasse. Na gut. Ich mache hier mal einen kleinen Cut, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Musik Copyright hat oder nicht. Daher mache ich einfach mal schnell meine Playlist da rein. Daher sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mit ein bisschen Hintergrundmusik. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Ansonsten mache ich das einfach in der Nachbearbeitung. Es hakelt ganz schön doll. Obwohl ich gar nicht mal auf den besten Einstellungen bin. Muss ich wahrscheinlich eventuell. Kann ich die hier schon zurücksetzen? Ich glaube nicht. Grafik. Geometrie. Ah, komm. Kümmere mich später drum. Es laggt jetzt ein bisschen, aber das macht ja, glaube ich, nichts. Es muss ich, glaube ich, auch wieder fangen. So, fangen wir hier doch einfach mal an. Ich würde sagen, wir bauen sogar eine Umgehung. Eine Umgehungsstraße. Okay, das ist mir zu teuer. Ja, nehmen wir das einfach mal. So. Oh. Ich habe die Musik jetzt einfach mal ein bisschen leiser gedreht. Nee. Ich drehe sie richtig leiser. Oh. Ah, falsch. Da wollte ich doch hin. Ganz schön laut. Wieso ist sie denn so laut? Warte mal, ich mache einfach mal hier. Dann muss ich im Verhältnis zur Musik das Spiel auch ein bisschen lauter machen. Audio. Ist schon alles auf maximal, ne? Musik, Sprachausgabe, Steuerung. Okay. Dann muss ich das in der Nachbearbeitung ein bisschen leiser machen. Auch wenn man denn das Spiel nicht mehr ganz so gut hört, glaube ich. Aber das Spiel macht ja sowieso nicht so viele Geräusche. Außer ab und zu hupen. So, wir wollen hier ein Depot. Ein Arnolds-Depot hier. Alter, ist das teuer. Scheiße. Achso, wegen dem Feld, genau. Ja, mal gucken, ob wir das ein bisschen günstiger hinkriege. 15.000 sieht doch gut aus. Hallo? 1.800, 15.500. Nehmen wir das einfach mal. Haben wir da ein kleines Depötchen. Dann brauchen wir noch hier oben ein Depot. Da. Ach, das ist ja gar kein Depot. Das ist ja hier die Haltestelle, sag ich mal. 28 ist ganz schön viel. Ja, das kommt wegen der Südterrain-Angleichung hier.
18, 17, 16, 15. Nehmen wir einfach mal hier. So, hier bauen wir dann auch gleich das Fahrzeugdepot hin. Da. Nein, ich wollte nicht auf Bulldozer. Ich wollte... Wieso hört sich meine Stimme heute so komisch an? Liegt wahrscheinlich an den Kopfhörern. Ich habe ja leider Gottes mein Headset vergessen. Im Wohnheim. 13.000. War zwar jetzt 14.000, aber macht ja nichts. Okay, dann erstellen wir als erstes mal eine Linie. Neue Linie. So, von da nach da. Achso, hätte ich gleich umbenennen können. Mache ich auch gleich. Wie heißt die Stadt hier? Lankau. Vieh-Getreide-Lankau. Richtig geschrieben? Ja. Oh. Da. Lankau. So. Sehr schön. Zack. Mach das, die Infos mal weg. Dann kaufen wir uns jetzt erstmal Straßenfahrzeuge. Pferdefuhrwerke. Welche Farbe nehmen wir denn? Ich bin für blau. Nee, wir nehmen gelb für das Getreide. Getreide. 1, 2, wie viel kaufen wir uns? Hallo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, haben wir schon die mit Getreide. Die weisen wir alle viel Getreide zu. Weil der Weg ist ja dann doch ein bisschen länger. Dann kaufen wir uns hier noch Pferdefuhrwerk. Da wollen wir aber das Vieh mit transportieren. Wo ist es denn? Da. Zack. Und das nehmen wir denn in braun, würde ich fast behaupten. Schönes Kackbraun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Zuweisen. Viehgetreide. Okay. Ich finde das ein bisschen doof, dass die Maus immer so hinterher hängt. Ich habe das Gefühl, das Spiel läuft mit 2 FPS. Läuft es wahrscheinlich auch. So scheiße. Gut, machen wir das mal ein bisschen schneller. Wie viel km/h fahren die denn hier? Ah, das sind 15 km/h. Das laggt aber doll, Alter Schwede. Wir sind auf maximale Geschwindigkeit und das sieht nicht aus wie maximale Geschwindigkeit. So, was können wir denn an der Grafik hier noch rumschrauben? Soll ich das mal beides ausmachen? Okay. Vielleicht läuft es ja jetzt besser. Nö, nicht unbedingt. Okay. Lankau. Bekommt auch einen Bahnhof. Der Bahnhof wird hier an die Seite kommen. Dann bauen wir hier gleich erstmal noch einen schönen Nahverkehr. Schöner Nahverkehr. Daher das Lankau ja so ziemlich... Ich weiß nicht, wie viele nachher da halten werden in Zügen. Ich glaube, 3 Gleise sollten reichen. Bützkow. Weldingen, Zieten. Gucken, ob mir irgendwas bekannt vorkommt. Enddorf. Häfenstadt. Deutschnedorf. Deutschneudorf. Deutschneudorf. Gründingen. Mhm. Was haben wir hier unten noch? Garnbach. Grafschaft. Ja. Da sind ja doch ein paar dabei. Aber kenne ich alle nicht. Schwererstedt.